Ich komme mit Nutten einfach nicht klar. Naja, die müssen ja auch mit mir klarkommen. Ach so. Ja, das Problem ist, ich komme einfach nicht mit klar. Und ja, Superstar. Nee, ich habe das Auto erledigt, kaputt gemacht, zerstört. Richtig. Mit dem ich fahren muss, ist wieder Auto begrenzt. Die Betonung liegt auf musste. Och nein. Also um 3:30 muss der gehen, ne? Heute sind nur 4. Spätestens 3:15. Ist der Rede mit dem und nicht mit dir, das weißt doch du jetzt. Also übrigens, Doch, passt schon. das ist Schwäbisch. Aus Schwäbisch Hall. Ja, Ich das war ist. schon so knapp. Wir gehen jetzt nach Beuerfurt. Und dann muss ich noch kurz Scheiße, jetzt wissen die, wo wir einkaufen. wohnen. Mach hinne, zieh Leine und guck, dass du wieder pünktlich da bist, Mensch. Einfach so Also, kurz. wenn es 4 wird, passt. Weil ich halb 4 schaffe. Gib Gas, Mensch. Ich rede doch gar nicht mit dir. Aber ich mit dir. Also jetzt ist hier die Bude voll, Mensch. Party! Zwei fängt es ja schon an. Bis du dann draußen bist und wieder kurz im Oh Gott! Wir müssen den Part nochmal anfangen, das wird so nix. Ja, was? Ja, danke gleichfalls, Schade. Ah, das schmeckt furchtbar. Familiengespräche kann man nicht nennen. Ja, genau. Familiengespräche bei Markus. Rocket Man. Man. Das M kommt dann nachher. Oh Gott. Ich bin nicht blöd, auch wenn ich blöd aussehe oder blödes Gedöns rede. Jetzt komm doch mal rein, wette ich mit dir. Nein, das jetzt kommt sie definitiv. Man, so. Nee, jetzt kommt sie definitiv. Rocket Wo Ma müssen wir überhaupt? zu diesem Kopf, zu diesem blauen. Wir gehen dahin, wo es am nächsten ist. Da. Ja klar. Bist du blöd? Ja. Ich auch. Ja, ihr lieben Leute, scheiße ist das. Also, ich weiß nicht, also wir waren, nee, nicht gestern, vorgestern, viel unproduktiver. Das Un lasst ihr weg und betont nur das andere, produktiver. Ja, aber dafür, also partmäßig sind wir gut dabei. Aber fortschrittsmäßig eigentlich. Leistungsmäßig, genau, das Leistungsdeutschland 2016 Und das geht Problem zurück. ist, wenn man mit dieser Leistung nicht klarkommt, mit diesem Leistungsdruck, dann versagt man. Wir sind Versager. Alter, da war gerade der Rocketman im Kreis. Muss ich mal gucken. Es war ein Grafikfail. Mama Zicki-Tacki. Genau. Alter, wir laufen da gleich mal mit der Bumme rum. Ja, es wird Zeit, dass wir hier unseren. Es war alles so schön sauber. Die Betonung liegt auf es war. Ah, je. Ach Scheiße, wir müssen ja ins Auto einsteigen. Was ist neues Kommentar? Drei Nachrichten von drei verschiedenen Leuten. Oh, alles da war's, ne? Wo müssen wir hin? Können wir? Zu dem Dreieck am besten. Können wir, wollen wir, müssen wir, trinken wir Bier? Hier, hier. Alter, der fährt. Wie auch immer, du Hur. Ey, du nennst mich nicht Hurensohn. Warum nennt ihr uns einfach Hurensohn? Weil wir Huren. Töchter sind. Ja gut, da muss man die Logik jetzt nicht verstehen. Das kann man doch gar nicht verstehen, weil wir sind unverstehbar. Unbegreifbar. Unbegreiflich. Nee, wir sind unantastbar. Aber das ist in echt auch so. Was ist denn echt?
gibt es die Straßen ja auch. Beverly Hills. Ist das hier? Das ist doch nicht Beverly Hills. Doch, ich glaube. Bist du wahnsinnig? Das ist nicht Beverly Hills. Beverly. Ist alles gut gegangen. Du Muschi. Wir haben nur einen Stern gefangen. Trari, trara, traro. Bis dann, Kumpel. Ein Stern. Halt deine Klappe. Also so Volksmusik kann ich gar nicht. Oder lieber noch Helene Fischer. Und jetzt nochmal. Ein Stern. Hespani. Wichser. Alter, was sind das hier für Umgangsworte? Also ich fange mal mit dem Hauptgang an. Gasner. Sag mir doch. Echt? Mhm. Das ist rechts. Da nicht quer doch. Nee, nee. So eine in. Alter, ist das ein geiler Wagen. Inzucht, oder? Was wollte ich sagen? Nee, Inzest. Achso. Ist ja was anderes, oder? Kommt zu unserem Fest. Da gibt's großen Inzest. Werbeslogan für Schwule. Nee, halt mal. Das ist ja gar nicht schwul. Was ist nochmal Inzest? Sex in der Familie, oder was? Genau. Ach du heilige Scheiße. Da fahren vier Leute drauf ab. Da kennst du diesen Kanal Hey Aaron? Nee. Der hat mal bei Wer wird Millionär, hat er glaub, zwei... Die muss einfach wegballern. Die muss im Hinter... Ja, genau. Wunderbar. Und jetzt? Achso, zu Auto. Schlitten. Und jetzt nicht da links hoch. Was telefoniert der Mistkerl denn immer? Geht der uns fremd? Auf jeden Fall. Der hat mit einer... Da gibt's so YouTube-Tuss, die irgendwie Pornodarstellerin ist. Und die mit der macht er manchmal Videos. Und hat sie gesagt, also die Leute stehen voll auf Inzest. Nutte! Nutte! Wo? So, was soll ich jetzt nicht mehr tun? Da hochfahren. Mhm. Jetzt nicht rechts. Wieso? Ich kann nicht mehr. Ich brauche einen Psychologen. Da. Ja, genau, fahr darum. Das passt. Ja. Ja, ja, ja. Da fährst du lang. Da ist ums Ding rum. Wenn das nicht stimmt. Doch, doch. Ist das ein Stadion? Ja. Und jetzt auf die Straße. Nein, hoch, oder? Nee, runter, das passt. Bist du sicher? Ja. 100 Pro. Ah, super. Du denkst mit. Also du darfst leider jetzt nicht mit der Bombe drauf. Wieso? Mit der großen Kanone, weil da doch die Nutte noch ist. Achso, ja klar, aber mit der kleinen kann ich hin. Alter. Sag mal, geht's dir noch gut? Alter! Ist die fett! Scheiße! Ich hab grad gedacht, die kriegt ihre Tage. Der war gut! Alter Tramp, der war gut! Der war gut. Sah aber so ausgesehen, oder? Ich hab gedacht, die kriegt ihre Tage. Ein riesen Blutlachen. Alter, war die fett. Lass sich mal die zwei Teller paaren, stell sie aufeinander. Dass sie ineinander greifen. Was ist das für eine perverse Sache? Erst sich eine Nutte bestellen, die ordentlich vögeln und danach zerhauen. Ja, weißt du, die haben gemerkt, hoppla, die sieht ja gar nicht gut aus. Die wollen wir erst gar nicht vögeln, die wollen wir gleich verkloppen. Ne, die haben sie erst gevögelt. Die nehmen alles, was geht. Alles, was geht? Mhm. Zeigt, dass sich was dreht. Oh weh, was geht? Oh, nicht so laut. Scheiße, stimmt. Zeigt, dass sich was dreht. Oh weh. Da! Das passt schon. Fährst die
Ausfahrt, die zweite Ausfahrt theoretisch. Jetzt fährst du erstmal nach rechts und dann die nächste Ausfahrt wieder runter. Oh, die nächste, nee, nicht die nächste. Die über. Da gibt's gar keine Ausfahrt. Doch. Jetzt fährst du runter. Wo? Jetzt. Da. Richtig. Und jetzt dann links. Alter! Nix passiert. Ja, du warst nicht der Schuldige zum Glück. Richtig. Alter, soll man da jumpen? Aber wer ist dort? Wer baut denn so Straßen? Der Typ, der sie gebaut hat, der hat keine Ahnung von Straßenbau. Nee, aber Tramp, guck doch mal, was es für unlogische Projekte gibt. Eine Straße, die endet in der Grünlandschaft. Da geht's nicht weiter. Ja, da gibt's eine Straße, die führt zu einer Brücke und bei der Brücke ist Ende Gelände. Da geht's auch nicht mehr weiter. Ist das Den müssen wir umbringen. Bitte nicht. Oh, das ist ein geiles Auto. Alter, guck mal, das ist Arbeitsmotivation. So wie du. Ja, genau. Ich stell mir gerade seine grauen Sackhaare vor, die so aussehen wie sein. Und was? Erledige, oh je. Da muss einfach vor die Fahne mit der Bumme einmal zweimal drauf, fertig. Ja, sicher, am besten unseren Zuhälter schlitten. Ne, den nicht. Das war jetzt nicht so, wie ich es gedacht habe. Ja, das. Alter, das ist schon perverses Farbmuster und Ton. Farbtonmuster Mustang. Wie sollen wir das mit dem Zuhälterschlitten machen? Das ist doch. Zum Schwangerwerden ist das. Ah ja, okay. Fährst einfach da. Richtig. So einfach ist das auch nicht. Ist relativ schnell unterwegs. Das stimmt. Schön anhalten. Nee, wir sind schon wieder vorbei. Bumme. Nee. Das wäre jetzt die Chance gewesen. Die sind viel zu schnell unterwegs. Ja, aber wie wollen wir die stoppen? Das ist das Problem. Wir müssen den wahrscheinlich wieder hinterherfahren, bis sie anhalten. Ja. Meinst du? Ja, ja. Das war ja schon oft so. Könnte ich mir wieder vor... Nein! Ich war doch... Du warst nicht weit weg. Ja, eben. Fahr doch mit dem dahin. Das war gleich da rechts. Oder? Vielleicht auch nicht. Ah, Mann, ey. Ich will nicht mehr die fetten Beine sehen. Mann, ist eine andere Mission. Die hier. Bist du auch gerade so ein bisschen demotiviert mit GTA San Andreas? Ja, aber ich will es unbedingt fertig kriegen, dass ich nächstes Mal nicht wieder demotiviert bin. Wir brauchen Motivationsschub, zock mal Far Cry Prime. Ja, du, doch, ich glaube, das so macht das keinen Sinn hier. Aber wir müssen das Projekt vor Mai fertig machen. Also beziehungsweise vor der Veröffentlichung von Mirror's Edge. Catalyst. Ja, genau, Catalyst. Davor müssen wir das unbedingt fertig haben. Das ist Beverly Hills. Echt? Mhm, glaub schon. Also es das heißt nicht so, aber es ist es. Und wo sind die Cops? The Beverly Hills Cops. Ja, das war heute, was San Andreas anbelangt, überhaupt nicht produktiv. Überhaupt nicht gut. Wie viel Prozent haben wir denn? Guck mal. Ich will es gar nicht wissen. Doch, ich will es wissen. Option, Statistik. Nee, Info. Ja, nee, Statistik. Unter Sonnenstinkers. Spielzeit 10 Stunden. 27%. Nicht mehr. Bist du auch ausgelaucht? Ausgelaucht, ich bin Lauch. Ja. Z, was ist denn die Z? Das ist bestimmt die Flugmission. Mhm. Oder auch nicht. Oder doch. Doch. Ah. Dieser Laden kommt mir bekannt vor. Mhm. Da ist eine Bank, die da nicht ist. Jetzt leckst du mich doch am Arsch. Alright. Mhm.
Machen wir hey, diesen Bastard. Ich hab keinen Bock mehr, wir überspringen die Szene, das ist... Nein, wir müssen... Das ist geil. Aber danach kommt die Flugmission. Wir müssen jetzt die Sender kaputt machen. Nee, halt, wir müssen die davon abhalten, dass die unsere Sender kaputt machen. Und dann kommt diese eine Flugmission. Rechts, 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 rechts. Hinten. Wer ist es, wer das uns angreift? Weiß ich nicht. Mr. Diaz, oder? Der, ja, doch. Das ist Diaz. Willst du wissen, wieso? Der ist ja gestorben, der ist jetzt im Himmel und das hier kommt von... Oh, da sind einige. Leck. Einer hast schon getroffen. Beim zweiten habe ich Schnaps gesoffen, beim dritten Bier. Oh, von hinten. Schon scheiße. Ich glaube, das hättest du nicht so geschafft, aber das wird noch viel schwieriger. Da gehen auf jeden Fall Antennen kaputt, weil du gar nicht alle aufhalten kannst. Schwuppdiwupp habe ich alle aufgehalten. Jetzt aber da habe ich auch noch. Die haben schon eine abgeworfen. Oh, eine Bombe. Jetzt habe ich voll die Orientierung verloren. Wie lange müssen wir denn überhaupt noch aushalten? Wo ist denn? Alter, ich krieg einen Krampf. Ich krieg einen Krampf. Sag doch, du kannst nicht alle aufhalten. Boah, ich krieg echt einen Krampf, Mensch. Ich halte das keine Minute mehr aus. Oh je, ich kann nicht mehr. Das ist nicht gut. Wo? Nein, die haben einen abgeworfen. 37 Sekunden noch. Das kriegst du nicht hin. Doch, das kriegst du hin. Oh, die haben abgeworfen, oder? Oh nein! Motherfucker. Zum Glück treffen die nicht immer. Boah, noch 15 Sekunden, Mensch. Die Musik läuft schon an. Was für eine Musik? Scheiße, der Bildschirm! Komm, 3 Sekunden! Das reicht. Das machst du locker. Alter! Ich hab... Boah! Ich hab... Boah! Hallo? Schade, dass das die Leute nicht sehen können. Ja. Scheiße, Kamera ist aus. Zeigt in die falsche Richtung. Alter, das ist... Das war nicht gut von mir. Alter, da zieht's voll. Ich hab jetzt einen Krampf, ey. Ich weiß noch... Da hat mal eine in der 7. Klasse im Matheunterricht geschrien, ich hab einen Krampf, wir haben uns einen abgelacht. Dabei war das gar nicht so lustig, das tat ihr ja weh. Ja, ich hab keinen Bock, diese Szene anzugucken, das ist die Flugmission. Und das Ding ist, hier lässt sich's ja blöder fliegen als... Weißt du, so scheiß Spielwarengedöns. Oh. What the fuck? Ey, bist du? Des Wahnsinns. Oh je. Wir haben auch noch Benzin. Oh je, Benzin muss auch noch gucken.
Das war's. Da stimmt irgendwas mit der Lenkung nicht. Hm. Ja. Aber das Benzin wird nicht reichen. Glaube ich. Also es war gerade ein Dusel, dass wir das hingekriegt haben. Aber hallo. Das ist mit Abstand die bescheuertste Mission. Weißt du, und die lassen sich noch komplett anders fliegen wie die von San Andreas. Wie die von Vice City. Nee, das Problem ist, da stimmt irgendwas mit dem Ruder nicht. Da haben wir was nicht richtig eingestellt. Weil du kannst nicht. Du, so machst du die Kamera, wenn du hier so machst. Das, das macht keinen Sinn. Müsstest du das da hinten, dass du da quasi um die so im Kreis drehen, weißt? Und was wird man, dass der jetzt in diese andere Seitenstraße einbiegt? Ne, wahrscheinlich ist das einfach mit dem Pfeiltasten, ja? So schlecht fliege ich ja gar nicht. Hey, wo ist denn der? Bist dran vorbeigeflogen. Da ist dieser Kurier. So, jetzt baller drauf, baller drauf, baller drauf, drauf, drauf. Jetzt nicht mehr. Finger weg nicht. Ich komm nie mehr hoch. Ja, ist doch ein Baum. Wieso muss es einen immer beißen, wenn es gar nicht geht? Hey! Wie haben wir nur diese Mission gemacht? Sitzen wir eigentlich da in einem Wagen drin? Ja. Scheiße, dann können wir ja nicht mal Big Bang oder sowas machen. Nein. Alter, wenn das mal kein Looping war. Ist das hier echt? Kannst du da echt hinten so lenken? Ja, jetzt und. Nein. Lass mich mal nachher noch probieren. Wenn ich es nicht schaffe, dann lass mal es vielleicht. GTA. Das ist gar nicht so schlecht gewesen. Jetzt brennt's. Wollte ich gerade sagen. Yes. Werden wir trotzdem nicht schaffen. Aufgrund des Benzins. Ja. Wenn wir jetzt unbegrenzt Benzin hätten, dann könnte man das ja ganz easy so ein bisschen rumfliegen und. Ja, eben, das ist es ja. Wir könnten ganz easy. Wir können es aber nicht, weil wir es nicht können. Weil wir es nicht dürfen. Wäre cool, wenn wir nachtanken könnten. Aber hallo. Ich war am überlegen, ob man mit Hesso ja am tanken kann, aber ich glaube nicht. Oh, das ist auch noch so... Van. Warte mal, bis wir vollkommen hinter dem sind. So, jetzt. Das war gut, den haben wir gut getroffen. Scheiße, jetzt zieht der noch zurück, oder was? Der ist direkt vor uns. Du müsstest nur lenken. Das ist gut gesagt, ja. Also, das ist ja... Der wird nichts machen, der steht da einfach. Nein. Diese Lenkung, das kann nicht sein, Mensch. Nein, das kann nicht sein. Steuerung ändern. Jetzt wollen wir ja mal ganz systematisch, ich will gar nicht wissen, wie lange dieser Bart schon wieder geht. Also pass auf. Spezialkontrolle links, rechts, auf, ab. Nach rechts. Wir brauchen sehen. Seitenruder. Das. Wo steht das? Also hier.